Ja, angst voor een dood. Ik weet niet gaan. Oder wie mir kürzlich eine 90-jährige Bekannte gesagt hat, ich will nicht in dieses Loch. Also wenn man mich das heute fragt, dann würde ich jetzt relativ klar sagen, ich habe nicht Angst vor dem Sterben und ich habe auch nicht Angst vor dem Tod. Aber ich würde nicht damit abschließen, dass das wirklich so ist, wenn es darauf ankommt. Also ich glaube, wir alle können uns nicht vorstellen, wie es denn wirklich ist. Und ich denke, in dem Moment, wo es einem bewusst wird, jetzt hast du nur noch eine ganz beschränkte Zeit zum Leben, dann wird das für alle, glaube ich, ein Schock sein, den man zuerst verarbeiten muss. Also auf den Moment freue ich mich nicht. Ich denke oft, ich bin doch eigentlich ein geistiger Mensch. Also klar, ich bin Clown, ich tue gerne lachen, ich tue gerne zum Lachen bringen. Ich lebe gern, ich esse gern und doch muss ich zugeben, ich habe Angst vor dem Tod. Man sagt ja so jovial, du musst nichts im Leben, du musst nur sterben. Das ist einfach das, was uns gegeben ist. Aber wir tun uns damit gar nicht auseinandersetzen. Was uns ein bisschen abhanden kommt, ist das Bewusstsein für die Kostbarkeit des Lebens und für die Verletzlichkeit des Lebens. Ja, wenn wir ewig würden leben und es den Tod nicht gäbe, würden wir überhaupt gar nicht wissen, was Leben ist. Wir würden einfach leben, immer leben, leben, leben. Und hingegen der Tod tut uns immer wieder daran erinnern, wie wertvoll das Leben ist. Nicht? Man sollte nicht müssen sagen, ich hätte noch Seele. Ich hätte noch Seele lieb sein oder ich hätte noch Seele dem etwas schenken oder ich hätte noch Seele dem etwas sagen, sondern man sieht, dann, wenn es so weit ist, der Tod kommt, sollte man können sagen, jawohl, ich kann gehen. Es ist sicher nicht einfach. Sicher nicht einfach. Kommst du durch? Komm mal, ja. Der Tod ist dann einfach einmal da und dann ist es so weit. Aber die Zeit voran, die, ja, das beschäftigt mich schon. Natürlich, jeder Mensch denkt an Tod. Jeder Mensch denkt auch, hoffentlich muss ich nicht leiden und so. Ich denke auch an das, dass ich nicht gerne will, dann monatelang noch halb tot sein und Haufen Schläuchchen und leiden und ständig Schmerzmittel und vielleicht noch Morphium mir ins Hinterteil spritzen und so. Das, aber wie kann man das lösen? Das weiß ich nicht. Also, ich gebe zu, ich habe Angst und doch hilft mir das, der Gedanke daran, dass ich nachher weiter bestehe und dass ich sogar meine Nachmenschen wieder begegnen kann. Ich glaube grundsätzlich, dass wir gefallene Engel sind, die da sind, zum Beispiel wären und immer wieder kommen, bis wir wieder so gute Menschen sind, dass wir wieder in den Himmel dürfen. Ich denke jeden Tag, es gibt vielleicht keinen Arm. Ja. Komisch, dass er mich jetzt doch traurig macht. Nein, es macht mich nicht traurig, dass es vielleicht keinen Arm gibt.
Ich finde es schön, ich finde es befreiend. Ach, vielleicht ist es auch die Sehnsucht. Es ist nicht etwas Befreiendes, wenn man weiss, es ist nicht ewig. Ich denke, ich gehe in die Richtung mit dir. Die Philosophie von Palliativ Care ist, Lebensqualität zu erhalten bis zum Schluss. Und wer wünscht sich das nicht? Wenn man schaut, was wir alles investieren, an Geld für teure Therapien, die eigentlich nutzlos sind, oder? Und wie viel Lebensqualität, dass man mit ganz einfachen Sachen könnte verschaffen könnte, dann müssen wir uns manchmal schon kritisch fragen, ob wir das Geld am richtigen Ort investieren. Vor dem Tod habe ich überhaupt keine Angst. Er hat jetzt eher so ein Bammel, falls jetzt irgendwie lang krank wäre, oder? Von diesen vom Todeskampf, wenn ich jetzt denke, also jetzt längt es dir mal. Je älter ich werde, desto mehr Leute habe ich gesehen sterben und zum Teil auch ein Stück weit können begleiten. Und bei mehr als einem habe ich gehofft, das bereiche ich mich nicht in dieser Art. Ich sage immer, schauen Sie, am Krebs per se stirbt eigentlich der Mensch nicht. Er stirbt an einer Komplikation. Und jetzt kommt es darauf an, wie viele Komplikationen wollte ich noch erleben? Heute ist die Medizin so weit, dass sie immer etwas bieten kann. Und wir müssen entscheiden. Genau den gleichen Appell, wie man eine Gesellschaft richten muss, muss man auch an die Medizin richten. Wir müssen uns wieder bewusster mit den Grenzen des Lebens auseinandersetzen. Wenn ich als Mediziner mich mit den Grenzen des Lebens auseinandersetze, dann muss ich mich zwangsläufig auch mit den Grenzen der Medizin auseinandersetzen. Also muss man eingestehen, dass es einfach irgendwo auch fertig ist mit der Möglichkeit, die Medizin anzubieten hat. Meine Schwiegermutter, das darf ich da wahrscheinlich schon sagen, hat an einem bestimmten Punkt gefunden, jetzt hat mir das Leben keinen Spass mehr und hat ihren Arzt gefragt, ihren Hausarzt, wie sie auch das machen können, wenn sie nicht mehr weiterleben will. Dann hat er gesagt, hören Sie auf essen. Hören Sie noch etwas trinken, hören Sie auf essen. Die ist, in wenigen Wochen ist sie gestorben. Nachher. Das ist ihr gelungen, so zu sterben. Und das war ein Ratschlag von einem Arzt, der einfach auch gesehen hat, dass diese Frau genug hat vom Leben. Ich bin dankbar, dass ich so lange gelebt habe. Ich habe es auch nie vorgestellt, dass ich so lange leben kann. Ob schon es ein Problem ist, dass wir in meinem langen Leben wird man einsamer, weil die Menschen, die ich geliebt habe, ja alle tot sind. Alle. Ich habe niemanden mehr von denen, die ich eine intensive Beziehung hatte, die noch leben, sind alle tot. Ich hoffe auf gar keinen Fall, dass du für die Stehung kommst. Es wäre sicher sacklangweilig im Paradies. Und es wäre wahrscheinlich ziemlich qualvoll in der Hölle. Also die Hölle wird ja als Ort geschildert, wo man gefoltert wird. Oder? Ich glaube weder als einen noch als andere. Ich bin überzeugt, dass es nachher weitergeht. Aber ich mache mir eigentlich keine konkreten Gedanken, wie das aussieht. Also ich habe nicht irgendwie ein Bild, nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie als Engel am Himmel rumfliege oder irgendwie so etwas, sondern ich denke, es gibt so einen anderen Zustand, als wir jetzt drin leben, dass der für uns Menschen gar nicht vorstellbar ist. Wenn ich etwas verstehen kann, ist der Tod. Für mich. Es war. Und es war ist nicht mehr da. Punkt. Dass ich würde niemand annehmen, dass ich
in den Himmel kommt oder in die Hölle kommt oder ich weiss, wie der aufstehen würde. Alles nicht. Gut, man sieht so Jugendwahn oder Leute, die denken, wenn sie sterben, ist das Leben fertig. Die haben ja einen Wahnsinnsstress an. Erstens Angst vor dem Tod, zweitens, was sie noch alles müssen, wollen machen. Und nachher werden sie immer älter. Also möchten sie jung bleiben. Dabei, wenn du stirbst, ich meine, das ist die beste Verjüngung, oder? Zack, bekommst du ein neues Leben, wieder einen neuen Körper. Gut, ist die Pubertät, die du auch wieder musst durchmachen musst. Aber die geht ja auch wieder vorbei. Aber ich meine, die 80 Jahre. Und das Gefühl, das Leben kommt aus nichts. Das ist so ein Zaubertrick. Das ist, wenn man irgendwann so einen Taschenspieler, wenn er das Ass aus dem Emo zieht, dann, nein, dann, wo hat er jetzt das Ass her? Darum finde ich es etwas Selbstverständliches, Reinkarnation. Wenn du in einem Jahr würdest sterben, wäre das noch der Wert, das zu machen, oder? Und das denke ich etwa. Das finde ich einen guten Ratschlag. Nimm den Tod als Ratgeber. Das macht mich traurig. Natürlich doch das loszulassen. Irgendwann einmal müssen loszulassen. Ganz klar, ganz klar. Nein, natürlich der Umstand vor allem. Das ist es ja, den im Moment vom Loslassen, das nicht gemacht zu haben, was ich finde, ich hätte ich noch vor mir und einfach nicht mache, weil ich unendlich feig bin. Unendlich mutlos. Den Tod kann man nicht planen. Wir planen alles im Leben. Wir versichern auch alles im Leben. Wir haben Lebensversicherungen und trotzdem müssen wir sterben. Die Frage vom Warum darf man nicht stellen. Die Frage vom Warum, die fängt irgendwo historisch an und die endet irgendwo hysterisch, weil man sie einfach nicht beantworten kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt sterbe ich und dann ist fertig, nichts. Dann habe ich ja in dem Sinn nichts verloren. Im Gegenteil, ich hatte sehr viel Gewinn, weil schon nur durch die Ausrichtung habe ich ein schönes Leben. Ich genieße es, ich kann mich sehr viele Sachen freuen und die Sachen, die negativ sind, kann ich denken, ja, irgendeinen Grund wird es haben. Jetzt, im anderen Fall, ein Atheist, der mit dieser Welt nicht zurechtkommt, warum ist die so schlecht? Und warum geht es mir nicht besser an dem? Und warum habe ich jetzt Glück? Ich verstehe das gar nicht. Oder wo der vielleicht sogar ein schlechter Mensch ist, und denkt, ja, und wenn es fertig ist, fertig. Und wenn ich jetzt lüge, das muss ja niemand erfahren. Und dann kann ich noch Frau betrügen, wenn es niemand weiss. Und dann stirbt er und dann ist es nicht fertig. Dann ist ja das schon eher der schlechte Fall, als wenn ich als gläubiger Mensch stirb und dann ist es fertig. Tod ist überall. Überall. Es ist gut, wenn wir ihn nicht vergessen und wenn wir probieren, ihn zu sehen, dort, wo er auftaucht. Denn irgendeiner taucht er bei uns auf.